Jo, jo. Ah, ich habe eine gute. Jo, Fisch. Philipp, ich hab. Das gibt's nicht. Biss. Das ist nicht besser. Da war eine. Biss. Ich bin jetzt am Wasser angekommen, habe meine Spirulino-Montage montiert. Wie man sieht, habe ich oben den erwähnten Quicklink dran an meiner Hauptschnur. Dann kommt der zurecht gebastelte Spirulino mit dem beweglichen Unterteil. Da unten der eingesteckte Karabiner. Und dann kommt mein Vorfach mit einer selbstgebundenen, ja, ein Polar Magnus Nachbau ist das. Ja, jetzt will ich mal versuchen, dass ich eventuell zeigen kann, wie gut das Zeugs fliegt, ohne sich groß zu vertüdeln. Das Wasser scheint ziemlich klar zu sein. Ob ich was fange, das steht in den Sternen. Und die Voraussetzungen sind jetzt nicht gerade die besten. Das Wasser ist sehr flach. Aber ich werde mal sehen, vielleicht geht ja irgendwas. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. So, der erste Wurf. Erstmal vorsichtig werfen. Die Montage nass wird. Bisschen Schnur nass machen. So, der erste Wurf ist gemacht. Ich gehe gar nicht weit rein hier. Hier ist eine tiefe Rinne vorgelagert. Der erste Wurf völlig tüdelfrei, war ja auch nicht weit geworfen. Aber jetzt kann ich schon mal durchziehen. Und das fliegt richtig weit, deutlich auf die Sandbank rauf, deutlich vor die Rinne. Wurfweite sehr gut. So, ich hoffe, das fängt nicht wieder an zu regnen. Ich habe nämlich kein wasserfestes Gehäuse für diese schon ältere GoPro 3 dabei. Wenn das anfängt zu regnen, dann muss ich die so ein bisschen unter der Jacke verstecken und kann dann leider nicht durchgehend filmen. Aber jetzt ist es gerade wieder trocken geworden. Mal schauen. Mit dem Spirulino fische ich eigentlich immer so, dass ich möglichst nach dem Auswurf die Schnur kurz stramm drehe, den Spirulino einen ganz kleinen Moment absacken lasse und dann drehe ich eigentlich relativ schnell einige Umdrehungen und mache dann einen kompletten Stopp. Ich habe das dann ganz oft, dass der Biss kommt, wenn ich wieder andrehe. Ich bin jetzt so weit reingegangen, dass ich jetzt den ersten Wurf mal in die Richtung mache, in die ich gehe. Das Stück wollen wir ja jetzt nicht kaputt treten, sondern die Fische stehen ja auch manchmal auf der Seite zum Flachen hin. Und wenn ich da jetzt längs laufe, dann kann ich das nicht mehr beangeln. Also ist jetzt mein dritter Wurf einmal parallel und dann fächere ich ein klein bisschen ins Tiefe rein. Das mache ich dann erst wieder, wenn ich in etwa da hinten angekommen bin, wo ich jetzt eben gerade hingeworfen habe. Völlig verwicklungsfrei die Montage. Die Fliege hängt schön gestreckt sauber da dran.
Das Ganze sieht super aus. Jetzt der erste Wurf schräge ins Dunkle hinein. Schön gestreckt das Vorfach. Keine Verwicklung. Funktioniert klasse. So, jetzt hat meine Lieblingsmethode erstmal keinen Biss gebracht. Jetzt werde ich mal langsamer fischen. So weniger Umdrehung und eben eher so eine eher zupfende Angelei, deutlich langsamer. Manchmal bringt das dann Bisse. Freunde von mir haben die letzten Tage gar nichts gefangen, höchstens mal einen Nachläufer gehabt und einen Anstupser, aber ein Fisch ist gar nicht rausgekommen. Hier, wo ich jetzt heute bin, war allerdings keiner. Deswegen, ja, gebe ich die Hoffnung so schnell nicht auf. Da habe ich einen Biss. Ah, weg ist er. Ah, da hatte ich eine. Schade. Ich lasse den Biss jetzt nochmal in Zeitlupe laufen. Wenn man ganz, ganz genau hinsieht, dann kann man kurz vor dem Anschlag, den ich da setze, ein ganz leichtes Nicken in der Rutenspitze erkennen. Da war das Nicken und sofort kommt der Anhieb. Leider sitzt der Fisch trotzdem nicht richtig. Das passiert manchmal, wenn man mit Fliege angelt, sitzt auch nicht jeder Fisch. Ist ja nur ein Einzelhaken und kein Drilling. Naja, zumindest den ersten Biss gehabt und er ist gekommen beim langsamen Fischen. Fliege einmal kontrollieren. Alles in Ordnung. Jawohl. Kann weitergehen. Der Hafen ist also sauscharf. Hat sie irgendwie nicht richtig erwischt, die Forelle jetzt gerade. Aber da werde ich jetzt natürlich noch mal wieder hinwerfen. Manchmal stehen ja doch mehr Fische auf einen Haufen. Das macht ja jetzt Hoffnung. Hab den Biss jetzt leider nicht verwerten können, aber zumindest habe ich mal einen Biss gehabt. Das Wasser ist hier wirklich sehr, sehr klar. Es ist auch echt flach heute. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich jetzt noch mal auf Blinker wechsle oder ob ich die Fliege wechsle oder ob ich tatsächlich den ganzen Strandabschnitt noch mal wechsle. Ja, die Qual der Wahl. Der nächste Strand ist nicht weit. Ich könnte auch den Strand wechseln. So, wenn man jetzt mal zum Auto gehen will oder mal ein Stück wandern muss, dann ist natürlich immer das Problem mit diesem ellenlangen Vorfach,
Das kann ich jetzt hier unten natürlich nirgendwo einhängen. Das ist viel zu lang. Deswegen mache ich das immer folgendermaßen. Ich hänge die Fliege in den Steg eines Rings ein. Dann lege ich mir die Schnur einmal unten um den Rollenfuß rum. Jetzt drehe ich ein bisschen stramm und nun kann ich mit meinem langen Vorfach auch ein Stück am Strand längs gehen, ohne dass mich das jetzt hier irgendwie behindert oder ich irgendwo hängen bleibe. Ich bin jetzt ein paar Kilometer die Küste hochgefahren, bin jetzt hier an einer Steilküste. Am vorigen Strand hat es nicht geklappt. Hier sieht es vom Grund her natürlich total interessant aus. Hier ist Blasentank, hier sind Steine. Man sieht ganz deutlich die sandigen Abschnitte dazwischen. Das Ganze ist wohl der perfekte Leopardengrund, obwohl ich ganz ehrlich auch viele, viele und gute Fische über Sand gefangen habe. Trotz alledem sieht das hier natürlich jetzt perfekt aus. Sogar die Welle läuft schräge etwas hier ran. Trotz allem haben wir extremes Flachwasser, das ist ganz deutlich zu sehen. Hier gucken Steine aus dem Wasser raus, die sonst deutlich mehr vom Wasser verdeckt sind wie heute. Auch ist ganz klar zu erkennen, dass das Wasser glasklar ist, genauso wie an dem anderen Strand eben gerade. Deswegen glaube ich, dass das hier auch nicht einfacher wird. Aber eine Chance besteht immer. Eine Meerforelle kann man immer fangen. Auch wenn die Bedingungen manchmal ungünstig erscheinen, kann man trotzdem was fangen. Ausprobieren werde ich das jetzt jedenfalls. Meine Kollegen haben zwar schon vorhergesagt, dass im Moment wirklich wenig geht. Aber trotz allem werde ich mich jetzt darunter bemühen und mal gucken, ob ich vielleicht heute doch noch Glück habe. Ich habe jetzt den Strand gewechselt. Man sieht jetzt hier, wie flach das Wasser hier jetzt wirklich ist. Die Steine, die hier vor mir liegen, die sind eigentlich bis hier vorne, wo der feine Kiesel ist, sonst im Wasser extrem flach. Hier sieht man den Blasentank liegen, der sonst im Wasser ist. Die Bedingungen sind heute nicht die besten. Das Wasser ist auch sehr, sehr klar. Hier sieht man das, wo der Blasentank ist. Extrem klares Wasser. Für die Fische beste Sichtbedingungen. Trotzdem werde ich jetzt noch mal ein Stückchen da hochgehen zur Spitze. Und dann werde ich mal etwas um die Ecke rum angeln. Mal gucken. Gehört ein bisschen Glück dazu heute, aber ein Biss hatte ich an dem vorherigen Strand ja eben gehabt. Vielleicht klappt das ja jetzt hier. Abwarten, was passiert. Viel Bewuchs und große Steine im Wasser, dazu extrem flaches Wasser. Hier macht eine langsame Köderführung wirklich keinen Sinn. Hier macht das eventuell noch Sinn, wenn ein bisschen mehr Wasser da ist und wenn man dann vielleicht ein Floating Spirulino nimmt, einen schwimmenden oder vielleicht einen deutlich leichteren sinkenden Spirulino, dann mag das funktionieren. So wie an dem Tag macht das aber keinen Sinn. Deswegen hier wieder meine Lieblingsmethode. Schnelles Drehen, kurzes Stoppen und wieder andrehen.
an diesem schönen hohen Stein hier kann ich jetzt mal zeigen, wie einfach das jetzt für mich ist, von Spirulino auf Blinker zu wechseln. Ich hänge den Spirulino hier aus meinem Quicklink aus. Jetzt könnte ich mir ein Vorfach mit einer Fliege als Beifänger auswählen oder ich nehme hier ein ganz einfaches Stück Vorfach mit Fluocarbon. Das wickel ich hier von meiner Rolle ab. Dann hänge ich das hier ein. Jetzt kann ich mir zum Beispiel hier so einen schönen Mörresilder aussuchen oder irgendeinen anderen Blinker. Und schon ist meine Rute einsatzbereit zum Fischen mit Blinker. Das dauert nur einen kurzen Moment und dann ist das umgebastelt. Das Vorfach mit der Fliege würde ich jetzt hier wieder auf die Rolle aufwickeln, wo gerade mein Blinkervorfach drauf war. Und dann könnte ich das wegpacken. Das möchte ich aber jetzt gar nicht machen. Ich wollte es nur einmal kurz zeigen. Der Blinker geht zurück in seine Hülle. Und auch mein Blinkervorfach geht gleich zurück. Ich möchte weiter mit Spirulino angeln. Hänge das Ganze einfach nur wieder um. Schon ist mein Spirulino-Vorfach wieder einsatzbereit. Und das kommt wieder zurück auf die Rolle. Ja, ich werde aufhören. Nicht jeder Tag ist Fangtag. Heute haben wir wieder so einen Tag. Der Fisch der 1000 Würfel. Vielleicht ist es heute so. 1000 Würfel will ich jetzt aber nicht machen. Nicht so schlimm. Es gibt noch ein paar alte Aufnahmen, wo dann mit Spirulino ein paar zwar kleinere Meerforellen gefangen wurden, aber ein paar sind gefangen worden. Und die werde ich jetzt noch mal hinten dran hängen, denn sind in diesem Film wenigstens noch ein paar Fische zu sehen. Ja, mir bleibt nur noch viel Spaß beim Ansehen zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere mir für den Film einen Daumen hoch gibt. Ansonsten wäre es auch schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß bei allem, was ihr so treibt. Hier sind wohl mehrere Fische unterwegs, ein kurzer Anfasser und einige Meter weiter dann doch der erhoffte Biss. Philipp, ich hab! Philipp, Biss! Hab eine! Oft stehen mehrere Fische zusammen, deswegen sollte man befreundete Mitangler sofort informieren, wenn man einen Biss hat. Eventuell haben sie ja dann auch noch mal eine Chance.
Jo, Fisch! Fisch! Ganz klein scheint sie nicht zu sein. Super. Ah, ich habe eine gute. Die ist besser, Philipp. Ja. Ist sie besser? Jetzt wird sie ruhig. Juhu! Petri, Dank! Die ist ein klein bisschen braun. Weg ist er. Ich glaube, ich muss umbauen. Ich habe ein ganz komisches Gefühl gerade. Schöner. Ja, schöner Fisch, ne? Fand ich auch. Der war so 50. Habe ich schon auf dem Film gesehen. Ich denke, habe ich gesagt, sieht aus mit ganz bisschen angefärbt irgendwie. Gleich mal gucken. Aber dadurch sah man sie auch noch mal schön. Dadurch hat man sie gut gesehen, ne? Ja. Moin. Da war eine Biss. Jetzt habe ich eine. Na, mal sehen, was da jetzt kommt. Besonders groß scheint der Fisch nicht zu sein. Ich gehe mal ins Wasser. Da kommt das Spirulino schon. Und was kommt da? Ja, eine ziemlich kleine. Und die geht auch ab, das macht auch gar nichts. Die war ja nicht mal 30 cm hatte die. Petri. Danke. Weg ist sie. Halbe Strecke. Egal, Fisch. Ja, eben. Fisch, wollte ich gerade sagen. Ne? So soll es sein. Ab und zu mal ein schöner Fisch, wenn es auch meistens kleine sind. Darauf kommt es nicht an.
gute Kameradschaft am Wasser zählt. Die kleinen Fische werden gut behandelt und schon zurückgesetzt. Ja. Zu kleine Fische bitte nicht auf den Sand ziehen und dort mit Sand panieren, bevor man sie abhakt. Dann doch lieber keschern, mit ans Ufer nehmen, auf möglichst nassem Seegras ablegen oder vorsichtig auf glatte Steine legen. Auch dort bekommt man den Haken dann einigermaßen schonend gelöst. Leider keine großen Fische oder spannende Drills in diesem Film, aber die Montage hat bewiesen, dass sie funktioniert. Bis zum nächsten Mal.